Hallo Freunde, es geht weiter mit Quest for Glory Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir stehen in dieser Höhle und müssen die Statue von Iblis holen. Das werden wir wahrscheinlich auch schaffen. Ich frage mich nur, wie wir aus diesem Hypnosebann von Ad-Advis wieder rauskommen sollen. Weil das sieht aus, wie wenn das nicht so einfach wäre. So, auf jeden Fall müssen wir als allererstes hier rüberkommen. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesen Baumstämmen zu tun. Ja, ich wollte da nicht... Ich hab gedacht, da... Kannst du nicht da rüberspringen oder so irgendwie? You get feel... Bla bla bla. Kann ich vielleicht doch irgendwie da drauf springen? Ah! Ah! Ich glaube, ich verstehe, wie es geht. Ich dachte, ich hätte es schon probiert mit dem Ding. Wir müssen wahrscheinlich drauf springen und dann gleich da rüberspringen. Get closer to Dryland. Ja, hier. Da war das. Perfekt. Wow, wow. Was ist das jetzt wieder? Your foot slips through the force of the air rushing into the small opening. There's a strenuous pressure from all the wind trying to surge into the hole. And you struggle to overcome it. Ich kann auch nichts mehr machen. Ah. Wow, that was close. Da ist bestimmt irgendwas... Ich hätte es gedacht, wir sterben. Great volumes of air being sucked into the small hole. Wenn da was mit Luft ist, können wir da vielleicht was mit unserer Luft machen? Nee. Können wir nicht. Und Wasser bestimmt auch nicht. Blockhole? That's a great idea, but how? Push rocks? Pushing the rocks proof, Fatschal, you'll have to try something else. Aber ich hätte gedacht, wir gehen einfach da oben lang. Apply force. The wind no longer blows as fiercely as before. Und wir können wahrscheinlich Steine nehmen, oder? Nee. Verstehe ich aber nicht, warum mussten wir das machen? Ah. Ich habe keine Ahnung, es hat auf jeden Fall Punkte gegeben, aber ich habe keine Ahnung, warum man das machen muss. Dann lasst uns mal ganz kurz ausprobieren, wir wissen ja, wie es geht. Ah, ich schätze mal, wenn wir hier lang gehen, werden wir Probleme haben mit dem hier, oder? Oder auch nicht. Ja, guck mal, da haben wir ziemliche Probleme und wir werden wieder da runtergeschoben. Alles klar. Das war auch das, was es geht, was es, das können wir wahrscheinlich auch noch machen, weil wir, Krieger sind. Ein Zauberer musste wahrscheinlich hier irgendwie einen Zauber verwenden. Nur beim Dieb bin ich mir nicht sicher, wie das beim Dieb gegangen wäre. Der Dieb wäre auf jeden Fall hier hochgeklettert wahrscheinlich und dann hier rüber. Aber, ja, keine Ahnung. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon 402. Fehlen nicht mehr so viele Punkte. Also, wir müssen wahrscheinlich wirklich relativ am Ende vom Spiel sein. Da fehlt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Wow. The heat of this room is painful. You feel the sweat pour down from your... And here it sizzles off the ground below. There is the descent order of brimstone around you. Könnten mir vorstellen, dass wir hier unser Wasser brauchen. The flaming geyser seems to spout out at predictable intervals. The molten lava gives off an intermittent glow and burn hat. Also das ist Lava oder so. Das heißt, wir müssen hier weiterlaufen, um da rüber zu kommen. Können wir da reinlaufen? Ha, das geht. You stepped on something that wasn't quite solid rock and feel the heat through the board. Ah, wir sterben aber gar nicht. Ja, auch nicht schlecht. Moment, da brauchen wir doch bestimmt Wasser? Nee, okay, doch nicht. Das heißt, wir müssen einfach vorsichtig sein. Wow, 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 wow.
Hat uns das jetzt Leben gekostet? Ja, ein bisschen. Ah! Mist. Okay, aber wir sind fast durchgekommen. So, da haben wir eine Tür. You can see something that appears deliberately fashioned across the brink, but you cannot tell what it is from where you are standing. You can see... Müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie hier runter? Ne, wir gehen mal da nach vorne hin. Okay, wir müssen irgendwie hier runter. Climb down, jump down, jump down. That hurt, but it's good thing you are tough, agile, and know how to take a fall. Gut, wir hätten mal klettern, wären mal runtergeklettert, aber da ich wusste, dass wir klettern nicht können, dachte ich, das ist vielleicht die bessere Methode. So. The great ancient doors stand guard, and they have for 1001 year. Okay, das werden wir dann mal schauen, ob wir da was machen können. Listen at door. You hear a deep echoing voice. Neun shall enter. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit dem Computer und musste das Spiel neu starten. Sogar einen ganzen Computer. Und naja, gut. So, wie war das jetzt? Listen at door. Haben wir doch schon was gehört gehabt? You hear a deep echoing voice. Und bis dahin, ab da habe ich das Problem gehabt. So. None shall enter, none shall pass, but he who speaks the name of power. Speak now the name of power. Hat Avis bestimmt nicht, aber... You hear a rock of rocks collapsing in the distance. Was ist der Name vom... Das pa... Okay, und was war der Name? Haben wir da irgendwelche Hilfe? Wahrscheinlich kennen wir den. Ich nehme jedenfalls an, dass wir den kennen, aber... Aber wenn, dann weiß ich es gerade nicht mehr. Use Force. Dann machen wir mal so. Tada! Nee, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Ding war. Was der Name war. Oder beziehungsweise was der Name ist. Habe ich irgendwie was verpasst? Entweder ich habe was verpasst oder ich habe es schlicht und einfach vergessen und nicht aufgeschrieben. Hat Dings irgendwas gesagt gehabt dazu? Ich habe es jetzt auch nicht. Ich muss mal kurz nachschauen. Ein kleiner Moment. So, da bin ich wieder und ich denke, ich weiß jetzt, wie das Ding hieß. Und zwar hat uns das Advis selber gesagt, der hat nämlich eine Prophezeiung gesprochen, als wir noch vor der Tür standen. Und der hat nämlich geschrieben, gesagt gehabt, At last the hero he was wait behind shall see, while Iblis rises by the dark one and the light shall flee. By the name of Suleiman, so shall this be. Und ich denke, Suleiman ist der Name, den wir hier brauchen. Das denke ich jedenfalls mal, dass das sein könnte. Ich habe einfach nochmal neu geladen, dass da keine Felsbrocken runtergefallen sind. So, Suleiman. You hear a sound of thunder. Okay, wir sind tatsächlich durchgekommen.
Hätte ich jetzt nicht. Doch, ich hätte eigentlich gedacht, dass es so ist. Wenn nicht, hätte ich in der Lösung mal schauen müssen, ob es vielleicht doch so anders, wie es geht. You are in a roughly Hun cave or old mine. You get feel for the area. Okay. Sind es Schatztruhen hier? Something is built up in the dark. Oh. It looks like treasure of jewels and gold. Hoho, das hätte man nicht machen sollen, aber irgendwie war das klar. Your animal magnificent oblivy. Obstacles disbunk the flash of brilliance. Next time you pursued, pay heed to the greed. To succeed, you need to be freed from the greed. Ja, wir müssen hier an den ganzen Schätzen und alles Mögliche vorbei, sonst sterben wir. Da haben wir eine Tür. Beyond this door awaits your fortune. Ah, das muss das Ding sein. A glow illuminates the chamber. It flows from an object high atop the strange structure before you. At the sight of the glowing object, you feel irresistibly drawn forward. Your feet seem to move with a will of their own. Ich kann auch jetzt gerade nichts mehr machen, wie ihr seht. Das geht jetzt gerade von alleine. As you draw near, you see that the object is a statue made of crystal, a dark shapeless from stairs within it. The crystal's cool glow is numbing. You feel complete to pick it up, but as you reach out, you are suddenly unable to move. Ah. Fool, some hero you are, a pawn of the very man you thought to destroy. Thanks to your help, I now have the through, which I can summon the greatest destructive power, even now, Iblis himself. Do you know how long I have awaited this moment? 70 years! 70 years I have served the Dark Master while watching for the stars to align. 70 years I have spent learning the magic that controls men's minds and waiting for a fool to fulfill the prophecy for me. Tonight, as the moon arises between the scorpion claws and the dragon's teeth, I shall begin the ritual that shall make me the master. I will control Iblis and truth control the world. While you, pawn of prophecy, shall remain behind in this tomb, you shall be he who waits behind. Ah, das sind diese Felsen, was wir gehört haben, wo runtergefallen sind. Farewell, hero. Ja, super. Das ist ja richtig gut gelaufen. Ach, guck mal, 428 schon. Ja, das ist ja richtig gut gelaufen. The Statue of Iblis is no longer here. It has been taken by Ad Avis. Wie kommen wir da durch? Mit dem Wind vielleicht? The door is blocked by tons of rocks, apparently for good. Even with your great strength, it would be impossible to move all of these rocks. You had better find another way to escape. Ja, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht die Steine hiermit wegpusten. Nee, das geht nicht. Okay, hier muss es doch noch einen Weg geben, um rauszukommen. Da geht er immer wieder hoch. The structure in the center of the room is now dark and a huge pile of boulders block the only door to the cavern. Ja, und da geht er immer wieder automatisch hoch und runter. Da kann ich eigentlich nicht so viel machen. Vielleicht hier unten irgendwas? Oh, Moment. Something flashes in the darkness. The structure in the center of the room is... Moment. Hier. You pick up the ring and read the inscription. He who waits behind. As you put it under your finger, you twist it a bit to see it is sign. Oh, ein Djinn. I may grant you three wishes, O Master of the Ring. What is your first wish? Geld. Haufenweise Geld. Nein, natürlich nicht. Probieren wir mal. Reden wir mal mit dem. Was ist dein Name?
I've been in the ring so long, I think I forgot. You can call me Ginny. True. We Jin are very great and powerful. Well, some of us are, anyway. I was rumored that the Sultan of Isfahan was in love with a cow, but I guess that was a long time ago. Well, I was supposed to make sure Iblis doesn't get loose, so now I guess I got to help you bring him back, as the prophecy says. Iblis was the most powerful of all Jin. 1,000 years and a year ago he created a huge city here and tried to make all men bow before him. Sulamayim summoned all the Jin to his side and with their power turned the city into Iblis' tomb. Then Iblis himself was caught and bound and became the statue you saw here. Suleiman Ben Duat was the wisest of the wise, strongest of the strong, most magical of the magicians. He was also very kind and met me, he who waits behind, and put me in the ring. In the genie of the ring, Suleiman asked for someone to stay here and guard to make sure Iblis didn't escape. I volunteered. All the other Jin laughed at me cause I'm not very good at magic. But not Suleiman. He said, I do fine and let me be he who was behind. I guess he was wrong, huh? Iblis is gone and you and I are kindly stuck here, aren't we, master? You are the lord of the ring since you put it on and twisted it. Your wish is my command as long as it helps return Iblis here. Okay, das hatten wir, Jin. We Jin are very great and powerful. Well, some of us anyway. This used to be the city that Iblis created, but after Suleiman and I and all the other Jinns beat Iblis, this became kinda his tomb, I suppose. Die Prophezeiung? The prophecy may have become a bit garbled over the years, but the original went like this when Suleiman taught me it to me. 1,000 years and a year, so shall Iblis be carved in the tombstones of the city where he and I once fought. Until moonlight has been captured, twist the scorpion and drake. Then comes a hero from the Northland and the ancient powers wake. Lead and followed by the Dark One, guide to decide and despair, passing through the trial of fire by fire, trials of water, earth and air, passing through the doors unopened, barrier that yield to none. By my name of Suleiman, so shall this be done. Come at last into a betrayal, and to he who waits behind, that's me, and now how did that go? And Iblis shall rise, and something about a final night. I'll remember it sometime. Okay. Rumor, das hat mal, gell? Ja, das war das Propose. Well, I was proposed to... Ja, das war das, was wir hatten. So, Wishes. I can grant you 3 wishes by the power of the ring. I can get you anything you want, as long as it is health, prowess, or teleporting you to Iblis. Teleport vielleicht erstmal? I am supposed to make sure Iblis is returned to the Forbidden City. I do have enough magic to take you with me, where Iblis has been taken, I think. Prowess? I can give you the ability of 10 men that at any skill you want to improve upon. You have but to wish for strength or magic or intelligence or sneaking or, well, you get the idea. I can heal your wounds and injuries and make you all better. Okay. Great. Hello, master. I still have 3 wishes. Yeah. Wishes. Ich denke, teleporten, wir teleportieren mal. Das andere hört sich jetzt nicht so an, als ob wir das bräuchten. Strength, Intelligenz, da können wir es auf jeden Fall hochmachen. Bis auf die Ehre, das geht nicht. Teleport to Iblis. Well, I can kind of grant you that wish, but it have 2 problems. First, I can only teleport you to where Iblis is now. And second, it's the last wish I can grant. I'll have to make all of your other wishes first. So, if you still want me to do it, repeat your wish and I shall be granted, I hope.
Okay, das heißt also, sobald wir teleportiert haben, ist unser, sind alle anderen Wünsche verloren. Das heißt, das ist unser final Wunsch, also unser letzter Wunsch. Das heißt, wir sollten tatsächlich noch die anderen Wünsche machen. Alles gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann geht's zu Iblis und wahrscheinlich zur finalen Folge. Naja, oder zu den finalen Folgen. Ich weiß es ja noch nicht, wie es weitergeht. Könnte sein, dass es da ein bisschen noch dauert. Wir werden sehen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall in den Palast kommen. Und mit dem Spiegel können wir dann vielleicht auch zum Harem gehen und dort uns Hilfe holen. Vielleicht aber auch, keine Ahnung. Wir werden sehen. Bis dahin, mach's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.